herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute aus dem Movieland. Und was wir heute hier so erleben, das erfahrt ihr nach dem Intro. Das ist das Horrorhaus hier. Von der Kulisse her echt schön. Ja. Das ist Magma, da fährst du hier mit so einem Teil. Ist natürlich eine lange Anstehzeit, aber ist überall eine. Nein, nicht mit dem Boot. Ach, du hast hier das? Das ist wieder ein 3D-Film, wie es aussieht. Studio 5. Also Freefall. Nein. Immer tolle Kulissen, wo man Fotos machen kann, finde ich. Ich glaube, da funktioniert sehr viel. Odeo! Hier ist wieder ein 3D-Film. Oder nee, hier ist die Stuntshow. 17:30 Uhr erst. Das wäre sehr spät.
Wieder so ein Set, das finde ich cool. Ja. Wieder so ein bisschen abschließend. Hier ist Fort Life. Also das ist so cool. Ach, das ist Laser Battle. Das ist auch so cool. Guck. Auch nicht schlecht, in einem Freizeitpark so eine Art Laserbattle hinzustellen. Hab ich auch noch nie gesehen. Krass. Was ist das? Nein! Aus dem U-Boot raus. War mega. War mega gut. Wer jetzt nicht gespoilert werden will, flitscht mal weiter. Also es wird simuliert, dass ein Angriff ist im U-Boot-Hangar und ihr müsst sofort in das U-Boot steigen und das U-Boot wird dann evakuiert. Ja. Und dann aber kommt natürlich auch Wasser in das U-Boot rein und wir sind mega nass geworden. Ich glaube, ich bin so nass geworden an einer Attraktion, diesen Simulator, eindeutig, oder? Eindeutig. Also ich zeig mal hier. Ganz ich kann mal, glaube ich, gar nicht so. Ja, du bist ja hier schon trocken. Ich bin schon fast überall trocken wieder, aber... Aber hier, nee. Wenn man das mal so sieht, also ich habe hier die ganze Seite, da war die ganze Zeit ein Strahl drauf, der mich da voll nass gemacht hat. Also hat mega, mega Spaß gemacht. Also richtig wie im Film. Wie im Film mit Pfeife und schneller, schneller, schneller rennen. Also genial. Du hattest noch nicht so einen Strahlbart auf bei dir, Mama. Einmal Speedboat. Aber wo lange war seit hier? Geht irgendwie gar nicht voran. Vom Rafting hier. Ja. Super Jab. Hammer. Mega. Wir saßen ganz, ganz vorne beim Fahrer. Der Tom, der konnte sehen. Dass er Knöpfe drückt. Genau, der konnte Knöpfe drücken und ihr fahrt eine Art, ja, ihr fahrt wie eine Themenfahrt, aber nur ein Hammer. Als Super Speed Boat. Ja. Ah, krass. Also super, super cool mega gemacht. Wirklich wie, als würdet ihr im Film sein. Hat wirklich mega Fun gemacht und wir sind auch reichlich. Ja, der Tom mal wieder nicht. Ja, ich wollte aber diesmal bin ich auf der anderen Seite nass geworden. Also zu meiner Verteidigung, ich wollte eigentlich ausnutzen, damit ich nass wurde. Aber Mama hat gesagt, sie möchte da sitzen. Ja, genau. Deswegen bin ich jetzt links vom U-Boot nachts und rechts von dem Speedboot nass. Jetzt weißt du, warum da liegen sind. Aber, ja genau. Super, super cool. Jetzt müssen wir aber erstmal was trinken. Da reinkommt. Ja, da sieht jedenfalls sehr, sehr
zwei Smoothies gegönnt. Und Tom, jetzt probieren. Mein erster Kopf. Dann bin ich mal bei meinem gespannt. Also vor allem erfrischend. Pro Smoothies, 3,50. Also das ist super, also für zwischendurch. Sie sehen so ganz mäßig aus, was man da wohl kann. Was hier, Tom, versucht das Schwert rauszuziehen. Du bist mein wahrer Held. So, jetzt gehen wir hier Jeep fahren. Leute, dieser Park macht mich alle. Mega. Hammer! Also wir sind jetzt Magma 2.0 gefahren, das mit dem Jeep. Ey, da kann sich Disneyland noch eine Scheibe von abschneiden, finde ich, oder? Ja. Also diese Fahrt war wirklich mit allem, mit Explosionen, mit Wasser. Schade, dass man hier keine On-Rides drehen darf, weil es war echt unglaublich. Besonders wenn der LKW Geschwindigkeit aufnimmt und wackelt. Und auf einmal mit der Brücke zusammenbricht und man selber nur noch schreit, weil man in das Wasser reinfällt. Ja, ich kann ja auch sehen, ich bin komplett nass. Keine Stelle. Ich krieg's mehr dran. Weil wir so ins Wasser geflogen sind da an der Brücke. Ich bin aber auch von allen am meisten nass geworden. Ja, also Hammer, Hammer, Hammer. Also ich finde, es lohnt sich hier mal vorbeizuschauen. Es sind andere Attraktionen natürlich als in einem normalen Freizeitpark. Aber absolut genial. Wir sind gerade diesen Hollywood Tower gefahren. Es ist mal ein total anderer Freefall. Also ihr kommt im Liegen nachher an. Also es ist echt irre. Die Fahrt fand ich sehr intensiv dafür, der erste Fall. Und dann läuft es aus. Also irre. Es ist mal was ganz, mega. Ganz anderes. So habe ich das noch nie erlebt. Macht richtig Spaß. Pangea. Und man kann hier mit dem eigenen Jeep, den man auch fährt, durch die Dinosaurier. Oder Dinosaurier-Gehege. Leute, wir wollten die Attraktion Pangea fahren, beziehungsweise der Tom. Wir saßen im Jeep drin, sind die ersten zwei Touren runtergefahren, durch den Tunnel durch und dann auf einmal ging nichts mehr. Da war vor uns ein Jeep, der
der ist stehen geblieben. Da kam zuerst ein Mechaniker, der hat reingeguckt, konnte nichts machen. Der hat dann vier Mechaniker geholt. Doch, so nach 40 Minuten konnten die dann auch nichts mehr machen. Und haben dann gesagt, nur aussteigen, ihr könnt gehen, die Attraktion wird geschlossen. Ja, sehr ärgerlich. Ich blende euch mal per Handy Videos ein, die ich gemacht habe. Weil, also, das Schlimme ist, man bekommt hier, also was ist das Schlimme, aber schade ist, man bekommt hier nur, Entschuldigung, geht nicht, dass man eine Stunde angestanden hat, dann noch eine Stunde da quasi fast gestanden hat. Also wir haben jetzt 2 Stunden verschwendet, die wir hätten was anderes machen können. Das war echt doof. Aber okay, macht man nichts. Hier ist jetzt noch eine Kleinigkeit und dann wird es wahrscheinlich für uns hier zu Ende gehen. Und wir wechseln dann aber noch mal ins Gardaland. Wir hängen hier gerade beim Pangea fest. Der Tom darf nämlich eigentlich fahren hier mit dem Jeep. Aber vor uns, der hat wohl eine Panne. Da ist jetzt gerade jemand mit dem Motorrad gekommen und guckt, ob er es reparieren kann. Und es wird doch ganz schön warm hier drin. Evakuierung. Wir müssen zu Fuß zurück. Wir haben jetzt fast 40 Minuten. Hier ist alles voller Wasser. Wir haben hier fast 40 Minuten gestanden und jetzt haben sie gesagt, sie bräuchten noch 40 Minuten, weil sie den Wagen abschleppen müssten und deswegen werden wir jetzt hier evakuiert. So, der Tom hat sich jetzt einen Corn Dog geholt. Ich einen Cheese Dog. Ah, da ist aber kräftig Cheese drauf. Okay. 2 Eistee. Und was haben wir bezahlt? 12,90 €. Ja, dann guten Hunger. Oh, das tut so gut, Leute. Bei der Hitze, diese Sprühdinger. Das ist so geil. Das tut gut, ne? Baba gut. Guck mal, voll wenig Tipps. So, und hier gab es eben das Eis, was ich mir holen wollte, aber da steht auch wieder keiner. Also das muss ich sagen, super viele Shops zu und jetzt ist hier auch wieder keiner an der Kasse. So, gucken jetzt mal, was hier noch drin ist, bevor wir gleich rüberhüpfen ins Gardaland. Ganz total lustig. Ich auch. Ja, du hast ein bisschen Angst. Das ist so lustig. Also, es war so ein kleines Funhaus. Aber ich bin schreckhaft. Genau, aber halt mit Geistern drin, recht düster gehalten. Dann geht der Sargdeckel auf, wenn man vorbeigeht. Uiuiui. Eine Hängebrücke, wo dann von unten Luft oder von der Seite Luft kommt. Auch fand ich jetzt ganz nett gemacht. Schade. Hier, die Horror Maze, die hat auch zu. Ah. Die war heute Morgen auf. Da haben wir noch gedacht, da können wir das noch gleich zum Schluss machen. Aber jetzt auch hier wieder zu. Schade. Schade, dass es so hat, ne? Ja. Shows haben wir heute nicht gemacht. Machen wir das nächste Mal, wenn wir hier sind. Ja. Dann nehmen wir uns auch ein bisschen länger Zeit hier fürs Movieland. Das haben wir dieses Mal nicht gemacht. Es war ein echt toller Tag hier im Movieland. Ich hoffe, dem Tom hat es auch gefallen. Mir hat es gefallen. Ja, es war ein ganz anderer Freizeitpark. Nicht nur mit Achterbahnen, Wasserfahrten, sondern einfach mit ganz anderen Attraktionen. Es lohnt sich, kommt hier auf alle Fälle her. Ja, schade, dass das mit Pangea, dass wir da eine Störung hatten, aber da kann man natürlich auch nichts machen. Wir wechseln jetzt den Park. Wir gehen jetzt noch rüber ins Gardaland. Wir werden da die restlichen Achterbahnen fahren, die wir gestern nicht gefahren sind. Weil das Gardaland hat heute noch bis 23 Uhr auf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hat euch das Video gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wir sehen uns im nächsten Freizeitpark. Bis dann. Tschüss.